Wie schlimm steht es eigentlich um den Standort Deutschland und natürlich auch Europa? Nun, die EU und auch Deutschland stehen vor wirklich schweren Zeiten. Und das bisher Gesehene oder Geschehene, besser gesagt, könnte im wahrsten Sinne des Wortes nur die Ruhe vor dem perfekten Sturm gewesen sein. Denn die Wucht der Ereignisse der vergangenen Tage und Wochen ist schon mehr als erstaunlich. Zum einen das Beispiel Großbritannien, das schon eindrucksvoll gezeigt hat, wie flüchtig eigentlich doch das notwendige Vertrauen ist. Ja, man muss sich nur mal vorstellen, da ist eine britische Premierministerin, die nach nur 45 Tagen gedemütigt wieder abtreten muss, weil die Finanzmärkte ihre bewusste geplanten Schuldenexzesse nicht tolerierte. Abstürzendes Pfund, hyperventilierte Kreditmärkte und das alles mit einer Dynamik, wie sonst nur Schwellenländer in finstersten Zeiten erleben. Auf der anderen Seite ein deutscher Kanzler, der seine Richtlinienkompetenz bemühen muss, um die drei verbleibenden Kernkraftwerke ganze 3,5 Monate länger laufen zu lassen. Und das, obwohl Deutschland 20 Jahre lang als das ökonomische Kraftwerk Europas galt, zu dem 60 Milliarden für das Klima, 100 Milliarden für die Bundeswehr und 200 Milliarden Euro mal eben nebenbei, by the way, für die Gaspreisbremse. Und zu guter Letzt noch Frau Christine Lagarde, jene Präsidentin der Europäischen Zentralbank, die sich jetzt trotz wachsender Rezessionsgefahren in Europa zu hastigen Zinsschritten natürlich gezwungenermaßen genötigt sieht, weil sie die Inflationsdynamik monatelang völlig unterstützt hat. Eigentlich müsste die Notenbank, wie einst versprochen, endlich auch beginnen, den Ankauf von Staatsanleihen einzustellen oder sogar das vorhandene Portfolio abzubauen. Denn die EZB-Bilanzsumme beträgt inzwischen fast 9 Billionen Euro und das wohlgemerkt bei einer Gesamtwirtschaftsleistung des Währungsraums von immerhin 12,3 Billionen Euro. Die bisherige Strategie von Frau Lagarde, erst dann zu reagieren, wenn der Druck so groß ist, dass es gar nicht mehr anders geht, ist also vollkommen, ganz offen gesagt, gescheitert. Leider Gottes. Und diese Strategie hat wohl endgültig auch natürlich mit das Vertrauen in unsere Währung weitestgehend nicht gefördert, sondern eher zerstört. Die Notenbank ist meiner Meinung nach da freilich ein Stück weit gegen den Willen zum Euro-Retter geworden, weil die Politik dazu nicht imstande war. Will die EZB die Gemeinschaftswährung nicht gefährden, kann sie nämlich nicht anders als darauf zu achten, dass die Kapitalmarktzinsen für die hochverschuldeten Staaten Südeuropas nicht in die Höhe schießen. Genau jenes Schuldenproblem allerdings schränkt demnach natürlich auch den Handlungsspielraum der Notenbanken empfindlich ein. Das eigentliche Wunder ist vielmehr, dass dieser heikle Balanceakt abgrund überraschenderweise lange genug zu scheinen ging, Es ging ja mal eine Zeit lang gut, in Anführungsstrichen. Es gab immer schon jene, die ahnten und warnten. Hier verweise ich auch gerne mal auf unsere Videos aus dem Jahre 2019 auf diesem YouTube-Kanal, dass diese vermeintlich perfekte Welt aus grenzenloser Geldschöpfung bei kaum messbarer Inflation nur vorübergehende Natur sein würde. Und das habe ich immer schon erwähnt. In diesem Zusammenhang würden mein Team und ich uns auch sehr, sehr freuen übrigens, falls noch nicht getan, wenn Sie diesen Kanal hier noch nicht abonniert haben, es jetzt gleich zu tun, die Glocke zu aktivieren, um kein Video mehr, gerade auch in den nächsten Wochen oder Monaten, zu verpassen. Denn Fakt ist mal auch, dass ökonomische Krisen in der historischen Betrachtung in der Regel immer mit steigenden und eben nicht mit fallenden Kapitalmarktzinsen einhergingen. Und tatsächlich sind natürlich auch die aktuell weltweit anziehenden Inflationsraten untrügerische Anzeichen für eine neue wirkliche Ära, die auf uns zustößt und kommt. Diese bemerkt man auch am Ton bzw. an der Wortwahl eben unserer Währungshüter. Denn während die Europäische Zentralbank bisher meist eher betonte, dass vom Arbeitsmarkt keine Gefahr für die Preisentwicklung ausgehe, ruhte man jedoch jetzt zurück, sodass sich Frau Lagarde wohl gezwungen sah zu sagen, dass die Anzeichen für steigende Löhne und Gehälter bedrohlicher denn je sind. Bei all den Aussagen und Entwicklungen muss man sich doch eigentlich nur mal die zwei folgenden Fragen jetzt auch stellen. Zum einen, ist die Rückkehr der Inflation möglicherweise der Gamechanger in dem Spiel, dass Notenbanken, Staaten und auch natürlich die sie finanzierenden Banken, die kein Eigenkapital für die angeblich so sicheren Staatsanleihen
vorhalten mussten, fast zwei Dekaden lang größtenteils nach Belieben gespielt haben. Und zweitens schufen und schaffen die Regierungen mit ihrem Vollkaskoversprechen an die Bürger und die Notenbanken mit ihren grenzenlosen Geldschöpfungen nicht letztendlich eine Wohlstandsillusion, die jeglicher realen Basis widerspricht? Denn eins ist doch mal wirklich klar. Die Gesetze der Ökonomie verlieren ja nicht von jetzt auf gleich ihre Gültigkeit, nur weil Notenbanken und Regierungen über fast zwei Jahrzehnte eine zweifelhafte Symbiose eingegangen sind. Vielmehr glaube ich, dass die letzten 20 Jahre womöglich ein vollkommen neues und globales Experiment waren. Eine Rückkehr, oder die Rückkehr besser gesagt zur Normalität, was man da auch darunter verstehen mag, in der das Geld wieder einen Preis hat, wird aber womöglich ein noch viel größeres Experiment werden. Kurzfristig stehen die Zeichen aber erstmal eben auf Sturm, was jeder von uns wohl auch zu spüren bekommt, und zwar nicht nur an der Tankstelle oder im Supermarkt, sondern fast überall. Denn der private Konsum dürfte weiter nachlassen, denn längst sind nicht alle Preissteigerungen für Gas, Öl und Strom schon wirklich bei uns Verbrauchern tatsächlich angekommen. Da kommt noch einiges auf uns mehr zu. Dadurch könnten sich die Unternehmen nicht nur mit Produktionseinschränkungen, sondern auch mit einem Nachfrageeinbruch in den nächsten Wochen und Monaten zunehmend konfrontiert sehen. Denn solange die Inflation noch bleibt und hoch bleibt vor allen Dingen, nämlich zweistellig, und Zweifel an einer uneingeschränkten Energieversorgung, gerade hier am Standort Deutschland oder Europa, bestehen, wird sich das Konsumklima natürlich auch nicht spürbar und nachhaltig, wirklich nachhaltig erhöhen können. Das ist meine persönliche Überzeugung. Doch am Ende sind das alles nur kleine Puzzleteile, die möglicherweise kurzfristig den einen oder anderen Krisenherd hier und da löschen können, mal vorübergehend. Langfristig sehen wir in den letzten Minuten besprochen, vor viel größeren Herausforderungen stehen wir da, und zwar, wenn es um die Zukunft, vor allen Dingen um den Fortbestand des so bedeutsamen Wohlstandes geht. Denn Wohlstand tut gut, das weiß jeder. Und Ludwig Erhard hat es schon mal gesagt, Wohlstand für alle. Hier geht es natürlich auch um den privaten Vermögensaufbau und Vermögensschutz, denn diese sind wohl die Haupttreiber vieler privater Haushalte hierzulande, wenn es darum geht, wirklich finanziellen Wohlstand auch zu schaffen, den wir brauchen. Genau aus diesem Grunde habe ich in diesem Zusammenhang erst vor kurzem auch ein brandneues Live-Online-Workshop für Sie mit aufgenommen, den Sie sich jederzeit unter dem eingeblendeten Link übrigens hier gerne anschauen und für sich ganz persönlich mit Ihrem Partner oder Partnerin durcharbeiten können. Ich habe Ihnen den Link auch einmal entsprechend in der Videobeschreibung hier unter diesem Video hinterlegt und nutzen die Gelegenheit, informieren sich in diesem Workshop. Und bis dahin alles Gute, Ihr Klaus Hoppe.